Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Gestern habe ich mich spontan so entschieden, euch ein kleines angespielt für das Spiel Showgunners zu präsentieren. Und ganz ehrlich, irgendwie hat es mir doch schon ein bisschen Laune gemacht und ich habe mir überlegt, ich werde ein kleines Let's Play darüber machen. Ich denke mal so für den Anfang an so circa 10 Folgen und dann schauen wir einfach mal, macht das Spiel wirklich noch Laune? Hat es genug Inhalt? Kann man daraus noch mehr Content machen? Seid ihr an mehr Content interessiert? Ja, nein, vielleicht. Wir schauen dann einfach mal. Ich sag mal, fürs erste 10 Folgen, darauf können wir uns verlassen, die werde ich jetzt durchziehen. Und dann schauen wir einfach, wo wir stehen und wie Spaß uns das Ganze noch macht. Ich starte heute nochmal ein neues Spiel. Ich fange einfach nochmal von vorne an, damit auch alle, die das angespielt nicht gesehen haben oder nicht sehen werden, nochmal einen kompletten Eindruck kriegen vom Tutorial, die erste Mission und die Geschichte auch ein bisschen miterleben kann. Muss ich mich direkt nochmal entschuldigen. Nehmt mir bitte meine Fehler nicht allzu übel. Ich fange gerade erst an und mir passieren im Moment noch relativ viele Patzer. Zum Beispiel war meine Kamera beim Angespielt sehr ungünstig platziert. Ich hoffe, dass es diesmal besser. Die Wolldecke versuche ich heute auch aus dem Mund zu nehmen. Beziehungsweise habe ich schon rausgenommen. Mal gucken, ob das auch so bleibt. Ich nuschel halt gerne. Und das versuche ich mir abzugewöhnen. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das komplett hinkriege. Aber ich gebe mir Mühe. Aber wenn man ehrlich ist, ein bisschen gehört halt zu mir. Ich nuschel halt. Aber ich werde es versuchen zu unterlassen. So, wir starten nochmal ein neues Spiel. Die Einstellung lasse ich wie sie sind. Ich spiele auf Ultra-Settings. Unschärfe habe ich minimal drin. Eventuell, wenn es mich nervt, werde ich hier aufstellen. Was ist Showgunners? Showgunners ist ein Taktik-Shooter im Stil eines XCOM. Und erinnert mich extrem stark an den Film aus den 80er Jahren mit Arnold Schwarzenegger. Wie hieß er nochmal? Running Man, Leute. Running Man. Okay, gehen wir auf neues Spiel. Wir spielen normal. Neues Spiel starten. Ich habe mir noch keine Let's Plays angeschaut. Ich habe mich noch nicht im Internet informiert. Ich habe keine Tutorials gesehen. Es ist für mich ein komplettes neues Game. Bis auf das Tutorial, das ich gestern schon mal gesehen habe. Und die erste Mission. Das heißt, mit der Steuerung bin ich schon ein kleines bisschen vertraut. Von daher kommen wir jetzt ein bisschen fluffiger rein. Aber jetzt erstmal den Trail. I don't believe it. She's moving. I'm not sure I've ever seen a contestant with more pure grit than this. Well, she's hurt. Bad. How much longer can Scarlet last? Nothing. Gonna stop me. Not sure she wants to hang around those explosive barrels for too long. Ja, das sind wir wieder. Eine ganze Menge Blut. Any one of those barrels could finish her off. She has got to keep moving. Das Setting ist echt cool. Ja, die brennenden Fässern. Logische Stimmung, das kommt schon gut rüber. Das passt schon. She is on pure adrenaline at this point. Überall die But it takes more than that to survive on Homicidal All-Stars. That track won't be a problem now. Die Falle wird entschärft. Oh, dieser Schmerz. Oh, dieses Blut. Es tropft, es läuft. Ich fühle mich gar nicht gut. A healing station. Scarlet's luck may have finally turned around. Oh, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Lass mich durch. Geht mir zum Weg. Oh. Gotta get to that station. Not so fast, bitch. And it's an ambush right in front of the healing station. Abschaum, fieswütig und mörderisch. Er ist der Todeszelle entkommen, um noch mehr zu töten. Ja, das wollen wir doch erstmal sehen, mein Freund. Hinterhalt! Die Musik ist auf jeden Fall schon mal gut. The defenders couldn't have caught Scarlet in a more vulnerable position.
Aktionspunkte. Bewegung und Aktion erfordern Aktionspunkte AP. Wenn die Aktionspunkte aller Charaktere aufgebraucht sind, endet dein Zug. Das erinnert ja schon mal sehr an XCOM. Deckung und Trefferchance. Geh in Deckung, wenn du kannst. Dadurch ist das Risiko, getroffen zu werden, deutlich kleiner. Das wirkt auch für Feinde. Bewege deine Charaktere, damit sie freie Sicht haben. Tipp. Bewege den Indikator über die neue Position, bevor du einen Charakter bewegst. Die Trefferchance von der neuen Position wird dann über den Feinden angezeigt. Ja, das ist ja auch im Prinzip alles schon ähnlich wie bei XCOM. Ich muss sagen, Taktik-Shooter, das ist ja genau meine Welt. Ich liebe es. XCOM habe ich auch geliebt und ich hoffe, dass da bald irgendwann auch nochmal Nachfolger kommt. Rechte Maustaste Charaktere bewegen, linke Maustaste Aktion bestätigt. WSAD oben, unten, links, rechts. Okay, klar, Kamera schwenken. EQ und Q, Kamera drehen. Okay, ja. Alles klar. Plus minus Mausrad hineinzoomen. Okay. Sehr schön. But she takes cover and prepares for another fight. She's not finished yet. Wollen wir dir doch mal eine Breitseite verpassen, mein Freund? And she hits her target. The scum finds some cover of his own. Staying in cover pays off for Scarlet. Bewegungsbereich. Eine Bewegung im blauen Bereich kostet einen Aktionspunkt, eine Bewegung im gelben Bereich kostet zwei Aktionspunkte. Scarlets einzigartige Fähigkeit Angriff erlaubt es ihr, sich für zwei Aktionspunkte zu bewegen und zu schießen. Das ist sehr nützlich in Situationen, in denen eine günstige Schusslinie außerhalb ihrer normalen Reichweite ist. Das bedeutet, wenn ich Angriff auswähle, kann ich zu dieser Position stürmen und Scarlet wird auf den Gegner schießen. Im Anschluss an Scarlet shakes the cobwebs and shows off her speed. Oh, and down goes the scum. Finish him. Deine Fähigkeit ist jetzt im Cooldown. Du darfst sie erst nach der auf dem Symbol angezeigten Anzahl von Spielzügen wiederverwenden. Feinde werden ebenfalls versuchen, dich zu flankieren. Verwende Überwachung. Scarlet schießt während ihres Zuges auf alle sich bewegenden Feinde in Reichweite. Sobald wir Überwachung aktivieren, wird im Prinzip ähnlich wie bei XCOM ein Überwachungsmodus aktiviert und es wird versucht, auf herankommende Feinde zu schießen. Allerdings kann ich hier keine Überwachungsrichtung angeben, sondern anscheinend wird generell auf alles geschossen. Egal aus welcher Richtung. Setting up an Overwatch. Was das Ganze ein bisschen einfacher. Du hast keine Munition mehr. Nutze Nahkampfangriffe, um den letzten Feind zu treffen. Das ist ein schwacher Angriff, aber ein garantierter Treffer. Tipp, das Ziel muss innerhalb deiner Bewegungsreichweite sein. So, das heißt, mit dem Nahkampf kann ich nicht verfehlen, mache aber auch nicht so viel Schaden. Auf geht's, komm. Eben da! Und da! And she finishes them off! Just incredible! Scarlet deals with the ambushers despite her weakened state! Ja, erster Sieg. Das war das Tutorial. She can finally make her way to the healing station. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich habe so viel Blut verloren. Much better. That had to feel good, but will it be enough to get her through the rest of tonight's episode? Ich muss hier raus, ich muss weiter. Ich muss Marty finden. Ich muss Marty holen. Oh, how about a little fire, Marty, Scarlet? So. And she's past the fire trap. Also das Setting ist unglaublich. Fällt mir richtig gut. Egal, ja, ist ja nicht gut.
and Marty Manson's back on the field. Scarlett could learn a thing or two from this veteran contestant if she's able to stay alive long enough. Red? Where the fuck were you? I turned around and you were gone. What did I tell you about sticking close? Listen. Learned. Believe me. Should fucking hope so. Jesus, you look like shit. You okay to fight? Always. All right. Combat arena's next, tough gal. You take point this time, so I can't lose you again. So, auf in die Arena, Leute. Marty, wir sind berühmt. Ja, Wahnsinn. Schönes Bild von dir. Wir feiern und wir kämpfen mit unserem Leben. Can I have an autograph? Go ahead, sign it. Gotta start building your brand. Hi, can I have an autograph? Sure. What would you like me to write? Oh, just whatever your name is. Rendo, danke, dass du ein Fan bist. Alles Liebe, Scarlett. Ich heiße Scarlett, du. Ich glaube, wir sind einfach mal nett. Komm. Nett liegt irgendwie am Bett. Werde ein Star. Gib Autogramme, erhalte Ruhmpunkte, sichere dir Sponsoren auf dem Ruhmbildschirm. Achtung, einige Sponsoren haben bestimmte Persönlichkeitsanforderungen. Schau sie dir an, plane im Voraus und handle entsprechend. Hinweis, mit einer spektakulären Kampfleistung kannst du dir sicher Ruhm verdienen. Also das ist cool. Schauen wir mal rein. Ruhm. Was haben wir denn zur Auswahl? Lucky Punk können wir jetzt schon mal nicht mehr machen, weil wir nicht komisch sind. Die krasseste Waffenmarke auf dem Markt bringt dich auf Touren und macht dich auf alles bereit. Mega Pharma, globales Pharmakonglomerat. Wir arbeiten daran, das Leben von Patienten zu verändern. Erhalte 3 Medikit. Oder Walmart. Erschwingliche Waffen gleich um die Ecke. Erhalte 3 Splittergranaten. Ich nehme mal Walmart und nehme die Splittergranaten mit. Und weiter geht's. This is it, Red. You good to go? Yeah, I think so. Looks like the challengers are gearing up for tonight's main event. As always on the show, the deadly defenders they'll be facing were selected from the most violent inmates across the country. Are Scarlett and Marty up to the challenge? Okay, also hier kann man sich vor jedem Kampf anscheinend das Team zusammenstellen. Aktuell ist genau das mein Team. Scarlett und Marty. Ja, mehr haben wir nicht. Wir haben unser Equipment. Wir können ein bisschen was kaufen. Wir können was spenden. Was machen wir denn? Soll ich mal 400? Ein Medikit? Ja, ich glaube, wir kaufen uns einfach ein Medikit an. Schaden. So. Auch in die Arena, Leute. Habe ich das jetzt für Marty gekauft? Na gut, wir schauen mal weiter. Vogelkreide Ultra. Scarlett und Marty versus Abschau. Time for the final battle of the night. Will the challengers survive what's in store for them? One thing's for sure, it's gonna be bloody. Ja, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das blutig wird. Wir schauen uns erstmal um. Wir haben einen Gegner in der Mitte, den wir schön die Zange nehmen können. Ich denke, wir gehen nach hier. Nimm das, abschauen. Devastating! Und so. Und wir gehen doch einfach mal nach. In your face!
Wow. He eliminates another one. Das ist schon krass. Could be tough to get past that. Ah, noch ein Abschau. Entschuldigung. Mal schauen. Ich muss noch abbrechen. Okay. Nächste Ziel, halbe Deckung. Und in your face. That's gotta hurt. Komm, Adi. Zeig dir, wo er meint. Ja, Überwachung haben wir gegen auch noch. He takes him down. Sauber, Mann. And the defenders are joined by a Ronin. Super deadly in close quarters with that razor sharp sword. Ronin, ein Bastard mit Schwert. Halte Abstand oder werde aufgeschlitzt. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Wer hier wen aufschlitzt. Wir gehen auf jeden Fall schon mal ein bisschen auf Abstand. Einen haben wir noch. That one drew some blood. Und überwachen wir mal. Setting himself up for a shot. And the sword is out. Looks like the arena is about to get a bit more crowded. Was ist denn mit Granaten? Ich hab den Inventar, hab ich bei mir. Wir laden erstmal nach. Freshens up her weapon. Gehen in die Überwachung. Refusing to break cover. Mein Nebenkollege ist Abstand halten, glaube ich, wirklich keine gute Idee. Getting ready for incoming opponents. Komm, Ronin. Komm aus deinem Loch. He slashes right through. Goodbye, Ronin. Also Gegner werden hier nach allen Regeln der Kunst erlebt. Waiting for the enemy to approach. Ich bin mein Aufgaben dabei. Du mal langsam. Ich bin Heilstation. Du gehst hier weg. Ja, zieh dir mal eins rein. And time for a little. And here they come. Fresh defenders ready to take down the contestants. Ich bitte erstmal heilen. Sieht nämlich gar nicht gut aus, meine Kleidung. I felt that from here. Abschaum ist an der Reihe. Not a hit. Staggered.
can't be happy with that shot. And we're unexpectedly joined by the show director, Orion Ford himself. Greetings, challengers. You're doing well? Maybe too well. Let's see how you handle some complications. Und jetzt explodierende Fässer. That's more like it. Now you've got a better chance of going out with a bang. Macht das Laune, oder? Du nimmst erstmal einen guten Schub aus dem Halter. Ich hoffe nur, das wollen wir jetzt noch nicht verlegen, das ist kein Problem. Mann, Lady, du bist total. Der Martin ist erst mit der Mann. Was? A lot of sound and fury, but that's about it. Das war ja drin. Ja, aber doof kann ich immer gut. That was nothing to sneeze at. Das ist doch eh, Leute. So. Komm, Scarlett, hilf mir. Keine Munition. Taking a second to reload. Ja, und ziemlich ungünstig bei den Fässern, Leute. Ich glaube, das kann jetzt gehen und das Wasser. Locking the area down. Du schießt jetzt mitten auf den richtigen Fall. Goodbye and good riddance. Goodbye. A painful looking shot. Ich stehe unter Feuer. Jetzt hilf mir. Ich bin auf dem Weg. Ah, okay. Na? Kommt, was hab ich denn gedacht? Und los. Gib ihm. Denke. Den Kollegen werden wir jetzt einmal. Oh, na gut. Auch die Nuss. One less scum to deal with. In your face. And that's it. The challengers make it look easy this time around. Neue Waffe, Medikit, Crackgranate. Sieht doch gut aus. Super einfach zu sehen. Guten Aufstieg. Ein Flachteiler. Ja? Ein Feind mit einem Marker auf alles getötet. Ja, klingt doch gut. And that's it, folks! What an explosive start to the season! Tune in tomorrow night to see how these determined challengers deal with the dangers of the old quarter, including a new defender they've never faced before. You won't want to miss it! So, Staffelpremiere erfolgreich beendet. Oh, ich denke, für die erste Folge mache ich genau an dieser Stelle Schluss. Ja, für die erste Folge war das erstmal in Ordnung. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns genau hier bei der nächsten Folge weiter. Ich denke, die nächste Folge lade ich übermorgen. Heute ist der... Es ist Donnerstag. Okay, ich denke, ich lade die nächste Folge morgen. Dann immer einen Abstand von 2 Tagen. Aber da werde ich auch noch mal einen Upload-Plan auf meinem Kanal führen.
Auch da muss ich mir noch genau Gedanken zu machen, wann und wie ich meine Videos veröffentliche, weil aktuell mache ich das noch ein bisschen sehr chaotisch. Ich krieg Bock auf was, ich spiele, ich lade ein Video hoch und ich weiß nicht, ob das gut kommt, ein Video um 12 Uhr nachts zu veröffentlichen, aber Erfahrungen muss man sammeln. Ich bin gerade dabei. Nehmt's mir nicht übel, ich fange gerade erst an. Es wird besser, ich bin mir sicher. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Lasst mir ein Abo da. Wäre super. Ja, dann kann mein Kanal wachsen und ich kann euch besseren Content liefern. Und ich bekomme die Chance, besser zu werden. Macht's gut, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.